Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal, Freunde. Heute seht ihr auf jeden Fall mein Team, Leute, mein Team für die erste Weekend League. Es steht, Freunde, ich werde auch ein bisschen so meine Meinung zum Spiel sagen und ich werde auf die Spieler eingehen, die ich auf jeden Fall in meinem Team habe, Freunde. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Checkt meine Social Media Kanäle ab. Und dann würde ich schon sagen, Leute, let's go mit dem Video. Freunde, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Team, was ihr jetzt gleich im Hintergrund sehen werdet. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall meine Bank, Freunde. Ich habe da ein paar Spieler so oben. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die verkaufen werde, ob ich die direkt verkaufe. Sind auf jeden Fall alles First Owner. Lasse ich da mal auf der Bank. Ihr seht schon, Bank sehr stabil. Wir beginnen auf jeden Fall mit unserem Tormann, Freunde. Unser Tormann ist Alisson Becker. Wer hätte es gedacht? Dann Strongling zu Alisson. Wer hätte es gedacht? Ist nicht Van Dijk, Freunde. Joe Gomez. Ich mache mal die Defense jetzt voll und dann werde ich da zu den Spielern etwas sagen. Varane, Freunde. Classic. Dann Perfect Link mit Varane. Bondi. Auch Classic. Auch in sehr, sehr vielen Teams zu sehen. Und als RV, Freunde, Nelson, Semedo. Also ihr seht es, Alisson, Varane, Mondi, Gomez und Semedo. Freunde, wir beginnen bei Alisson. Und ich muss euch sagen, so die Torhüter, ich bin euch ehrlich, ich habe noch nicht so viele gezockt. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Goalkeeper-Movement auf jeden Fall wieder stark ist. Und dass der irgendwie sich schneller bewegen lässt, der Torhüter. Dann, Freunde, Joe Gomez für 100k, Leute, ist der einfach nur brutal. Ehrlich, Joe Gomez ist einfach nur ein Monster. Und ich hatte so den Gedanken, auf Van Dijk zu gehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, Freunde, ich hatte Van Dijk und der hat sich nicht gebockt. Ich bin euch ehrlich. Aber Joe Gomez war richtig, richtig krass. Und ihr wisst es, Tempo ist wieder dieses Jahr extrem, extrem wichtig. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht werde ich mir auch hier irgendwie mal Dini holen. Ich kann euch mal zeigen, ich habe 1,3 Millionen auf dem Konto. Habe auch noch so Bruno Fernandes hier, so 170k. Auf jeden Fall, aber Joe Gomez, Freunde, der wird jetzt auch hier erstmal bleiben. Ich finde den wirklich sehr, sehr stabil und empfehle ich euch auch, Freunde. Wirklich 100k, dieser Mann, der ist so stark. Und dann RV, Leute, Semedo. Semedo auch für 30, 40k ist einfach nur absolut brutal. Semedo wirklich, so wie Gomez, preis-leistungstechnisch richtig, richtig brutal. Und dann kommen wir zum nächsten First Owner, Freunde. Das ist Raphael Varane. Habe ich auch gezogen. Ich glaube, da wisst ihr schon die Meinung. Auch extrem, extrem brutal, wirklich. Die haben so viel Pace. Und das ist halt auch wichtig, Freunde. Wirklich, Pace ist sehr, sehr wichtig dieses Jahr. Und da habe ich Varane stehen und Mondi. Zu den beiden muss ich ehrlich nicht viel sagen, Freunde. Mondi, brutal, brutal, brutal. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder beim zentralen Mittelfeld. Beim Mittelfeld angekommen, Leute. Beginnen wir bei unserem mittleren ZM. Und das ist N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, Freunde, ich stelle die Spieler hier erstmal rein. Dann haben wir Pogba und dann Cristiano Ronaldo. Haben wir Cristiano Ronaldo, Freunde. Und ja, nur jetzt nochmal, das ist auf jeden Fall nur die Formation, wie ich da, in-game spiele ich natürlich anders. Ich spiele nicht als 8er oder so, CR7. Das ist hier nur wegen der Chemie, Freunde. Passt hier sehr gut rein mit Semedo. Und ja, ich gehe mal hier direkt auf Kanté an, Freunde. Kanté, Monster 6er. Muss ich sagen, von dem Anfang dachte ich nicht, dass Kanté so stark ist, wegen der Größe. Der Mann ist 1,68 und als defensiver der 6er hätte ich gedacht, so Pogba, Sissoko, safe extrem krass. Aber, Freunde, Kanté hat mich überzeugt, extrem, extrem gut, ehrlich. So richtig nervig einfach, der nervt die Gegenspieler einfach, Chat. Der nervt wirklich, der ist auch so agil, wenn ihr den so angewählt habt mit L2. Ist der richtig beweglich und so. Und auf jeden Fall super 6er. Dann super, super Strongling, super Duo im Zentrum mit Paul Abil Pogba, Freunde. Pogba auch 16 Spiele gezockt, 5 Tore, 10 Vorlagen. Ich muss euch sagen, ich hatte davor Seedorf 88 da, also mit. Und ich muss euch sagen, ehrlich, Pogba First Own habe ich auch gezogen. Auch für seinen Preis 200k circa, muss ich ehrlich sagen, Pogba extrem, extrem krass, wirklich. Also dieses Zentrum, dieses Duo ist auf jeden Fall extrem, extrem brutal, Freunde. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt gehen wir zu Cristiano Ronaldo, der besten Goldkarte in FIFA 21, Freunde. Dieser Mann ist einfach nicht von diesem Planeten. Der ist so, so krass, Leute. Erst recht, weil Kopfbälle auch wieder so krass sind. Und erster Posten, Cristiano Ronaldo,
direkt Tor. Erster Pfosten, anwählen, Kopfball, Tor. Das ist so, so krass. Und noch in-game, 5 Sterne Skills wieder. Brutal. Ronaldo wirklich, kostet aber auch eine Menge, Freunde. Kostet auch eine Menge. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zum Angriff. Beim Angriff angekommen, bei den letzten Spielern, gehen wir zum 11 und das ist Neymar da Silva Santos Junior. Da haben wir auf jeden Fall Neymar stehen, Leute. Dann, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Kylian Mbappé. Und als RF, vielleicht Überraschung, Garincha, Freunde. Auf jeden Fall, Freunde, Garincha habe ich mir so frisch geholt auf dem Flügel. Und ich muss euch ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr krasser Fan von 5-Sterne-Skills. Ich mache sehr, sehr viele Skills in-game, auch mit so meinen ZMs und so. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich die da vorne habe, Pogba, Ronaldo, Garincha, Mbappé und Neymar von 5-Sterne-Skiller, das ist einfach nur krass. Ehrlich, ich liebe diese 5-Sterne-Skiller, so krass in dem Spiel. Und ich muss euch wirklich sagen, zwischendurch rede ich so ein bisschen über das Game und was so gut ist. Zum Beispiel Skills, Leute. Skills sind einfach nur eine Macht in dem Game. Ja, Freunde, wuseliger Mann. Wuseliger Mann kostet aber auch sehr viel. Und dann gehen wir zu Kylian Mbappé, Leute. Kylian Mbappé, muss ich gar nicht so viel sagen, ehrlich. Der Typ ist auch einfach nur richtig, richtig krass im Spiel. Kostet auch 1,4 Millionen oder so. Ich habe hier immer ein bisschen Minus gemacht, ein paar Spieler, ja. Auf jeden Fall, Mbappé ist auch extrem, extrem krass, Freunde. Und Neymar ist meiner Meinung nach der zweitbeste Goldspieler im Spiel. Wenn nicht sogar gleich stark wie Ronaldo. Ehrlich, Freunde. Weil Neymar wirklich sein Dribbling und so, das ist so individuell. Der ist so, so krass, wenn ihr mit ihm den Ball habt und so. Ich habe da so viele Szenen in meinen Streams, Freunde. Wenn ihr da dabei seid, ihr wisst es, wenn Neymar am Ball ist, dann ist das eine Skillshow. Wirklich. Das ist so, so krass, Freunde. Neymar, Mbappé und Ronaldo sind die krassesten. Wirklich, sind einfach die krassesten Goldkarten im Game. Das Team kostet auf jeden Fall, Stand dem 12.10., Freunde, kostet das Team, sage und schreibe, 6,5 Millionen. Leute, das ist eine brutale Zahl. Es ist extrem, extrem krass, Freunde. Wirklich, wenn ihr mein Starter-Team-Video seht zu FIFA 20, werdet ihr sehen, wie krass der Unterschied ist. Und ja, Leute, ich bin da sehr dankbar, dass ich so ein Team direkt zocken kann. Ich werde auch alles geben. Ja, ich bin extrem, extrem heiß. Und nochmal zu Ronaldo, Freunde, der ist auf jeden Fall auf 8 Chemie. Mit Loyalität und dem Manager-Bonus. Und der ist der einzige Spieler off-camp und das macht nichts, Freunde. Ich habe auch noch so viel Münzen übrig, das seht ihr. Ich werde auf jeden Fall gucken, wie ich was mache. Ja, ich überlege da, vielleicht Gomez irgendwie zu ersetzen oder so. Ich werde auf jeden Fall gucken, Freunde. Aber das ist mein Team. Und wirklich, diese Spieler sind alle extrem, extrem krass. Wie gesagt, Ronaldo, Neymar, Mbappé sind meiner Meinung nach die besten Goldspieler im Spiel, Freunde. Ist recht, Ronaldo ist so ein gecheateter Mann. Und auf jeden Fall ist das mein Team, Freunde. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Meta ein. Auf das Spiel FIFA 21 bis jetzt, Freunde. Und ich muss euch ehrlich sagen, das Spiel macht mir extrem, extrem Spaß. Es liegt mir auch sehr gut mit den Skills, muss ich sagen, Freunde. Falls ihr da irgendwelche Videoideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall vieles geplant. Skills, maybe Skills-Video. Ja, Freunde. Auf jeden Fall ein bisschen zu Meta. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass große Spieler, ehrlich, so ein großer Brocken im Zentrum mit langen Gräten, Freunde, so ein Paula Bilbao, ist auf jeden Fall extrem, extrem gut. Und die Meta auf jeden Fall ist wirklich, dass ihr Skills macht. Skills sind wirklich extrem, extrem gut. Und Offensivfußball, Leute, es bringt euch nichts, euch reinzustellen und so. Und ja, nutzt doch gut eure Ecken aus. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das Spiel sehr, sehr gut gefällt. Wirklich, Freunde. Es gibt natürlich noch ein paar Bugs, dass so extrem viel Bälle zurückprallen. Oder dass du Druck machst, jede Anspielstation zugedeckt hast vom Gegner. Und trotzdem irgendwie nicht den Ball bekommst. Dass es irgendwie gefühlt so gestellt ist, dass er immer den Ball kriegt und so. Also es passieren noch auf jeden Fall komische Dinge, Freunde. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel gefällt mir bis jetzt sehr gut. Schreibt gerne eure Meinung auch zum Spiel. Bis zum jetzigen Zeitpunkt in die Kommentare, Freunde. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit diesem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich, wie gesagt, gerne wissen mit einem Like. Abonniert gerne kostenlos den Kanal, Freunde. Schaut auf Insta vorbei, kurz vor 10k. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde.